Hallo Freunde, der Illusionismus fasziniert Menschen schon seit Jahrhunderten. Zaubertricks, die Gegenstände verschwinden lassen, bringen uns dazu, unser eigenes Sehvermögen in Frage zu stellen und sind äußerst beliebt. Ach was, selbst ein einfacher Kartentrick wird euch bei einer Party mit euren Freunden zum Helden machen. Auch wenn jede zweite Person weiß, wie solche Tricks funktionieren, schaffen es dennoch nur wenige, den Illusionismus zum Werk ihres Lebens zu machen. Genau über solche Personen werden wir euch heute auch erzählen, beziehungsweise vielmehr über ihre erstaunlichsten Tricks. Macht euch aber keine Sorgen, in diesem Video zeigen wir euch, wie sie funktionieren. Am Ende zeigen wir euch, wie man selbst zum Illusionisten wird und seine Mitmenschen überraschen kann. Los geht's! Schlucken von Fröschen. Wenn ihr euch zumindest ein wenig für den Illusionismus interessiert, dann habt ihr den Namen des berühmten US-amerikanischen Magiers David Blaine sicherlich schon mal gehört. Lange vor Beginn seiner brillanten Karriere arbeitete er als Lehrling für David Copperfield, was im Prinzip bereits viel über sein Talent aussagt. Und es scheint, dass er es in der Tat geschafft hat, die Magie vom großen Meister zu übernehmen. Schließlich kann man die Zaubertricks von David Copperfield nicht anders bezeichnen. Die Zaubertricks von David Blaine haben dagegen weniger mit visueller Illusion, sondern vielmehr mit der Überlebenskunst unter extremen Bedingungen zu tun. Im Jahr 2003 befand sich Blaine zum Beispiel 44 Tage lang in einer transparenten Box über der Themse. Dieser Ausdauertest wurde sogar von US-Präsident George W. Bush in einer seiner Ansprachen erwähnt. Und im Jahr 2008 ist es dem Illusionisten gelungen, länger als 17 Minuten ohne Sauerstoff unter Wasser durchzuhalten und damit einen Guinness-Rekord aufzustellen. Im Herbst 2016 nahm David Blaine an einer beliebten Fernsehsendung von Jimmy Fallon teil. Dort zeigte er unglaubliche Kartentricks und erzählte dem Moderator dann eine Geschichte. Der Zauberer erinnerte sich an einen Mann, der seinen eigenen Magen in ein echtes Aquarium verwandelte und darin verschiedene Lebewesen aufbewahrte. Da David klar war, dass die Öffentlichkeit ohne eine Vorführung nicht daran glauben wird, hat er sich bereits dafür vorbereitet und spuckte einen lebenden Frosch ins Glas. Das war aber noch nicht alles. Einige Sekunden später hat er ihn wieder verschluckt. Die Demonstration solch eines Tricks sorgte selbstverständlich für viel Furore. Aus diesem Grund beschloss er einige Zeit später, diesen Trick noch einmal zu zeigen, diesmal jedoch mit drei Amphibien. Dazu lud er sogar mehrere Prominente ein. Den Musiker Drake, den Basketballspieler Steph Curry und den Stand-up-Komiker Dave Chappelle. Die Reaktion darauf seht ihr selbst. Und jetzt die Frage, wie ist das möglich? Befinden sich die Frösche die ganze Zeit im Mund des Illusionisten? In diesem Fall hätte er doch kaum so deutlich gesprochen. Auf dem Video ist zu sehen, wie sich die Frösche aktiv im Glas bewegen. Und wenn man annimmt, dass sie sich in Davids Magen befinden, so hätten sie sich unter der Wirkung des Magensafts ganz einfach aufgelöst. Experten haben den Trick des Illusionisten sorgfältig studiert und sind zum folgenden Schluss gekommen. In diesem Fall wird überhaupt nicht geschummelt. David schluckt die Frösche wirklich. Auf der anderen Seite erfordert es ein jahrelanges Training und Vorbereitung. Der Trick besteht darin, den notwendigen Gegenstand in der Speiseröhre zu halten. Einige Illusionisten machten diesen Trick zum Beispiel mit Münzen oder, Achtung, mit Kerosin. Um genau zu sein, wird dafür der obere Ösophagus-Sphinkter verwendet. Darüber hinaus lernen Illusionisten, ihre Bauchmuskeln auf besondere Art und Weise zusammenzuziehen, um zusätzlichen Druck im Magen zu erzeugen und das Herunterfallen von Gegenständen zu verhindern. Durchgang durch die Wand. Der Name David Copperfield ist seit langem bekannt, wenn es um etwas Magisches und Unerklärbares geht. Inzwischen tritt der Illusionist viel weniger in der Öffentlichkeit auf, doch in den 90er Jahren war er weltweit im Fernsehen zu sehen. Seitdem sind mehr als ein Dutzend Jahre vergangen und einige der Tricks des legendären US-Amerikaners wurden immer noch nicht enthüllt. David hatte schon immer eine besondere Leidenschaft für Tricks unter Beteiligung weltberühmter Kulturdenkmäler. Das macht die Show schließlich noch spektakulärer. Einmal ließ er sogar eines der berühmtesten Denkmäler der Welt, die Freiheitsstatue, vom Erdboden verschwinden. Im Jahr 1986 zeigte der Illusionist, wie er durch die chinesische Mauer durchgeht. Der Trick, der von Millionen von Menschen beobachtet wurde, fand wie folgt statt. Auf beiden Mauerseiten wurden hohe Kabinen installiert. Anschließend wurden sie mit halbdurchsichtigen weißen Schirmen bedeckt und mit hellen Scheinwerfern ausgestattet. Hier sehen wir, wie David in eine dieser Kabinen hineingeht, dann das Steingewölbe berührt und sein Schattenbild allmählich verschwindet.
Die Assistenten des Magiers werfen das Tuch ab und David Copperfield ist weg. Dann fliegt die Kamera über die Wand und man sieht genau dieselbe Kabine, in der der Illusionist etwas später erscheint. Ein besonders atemberaubender Teil dieses Tricks ist, als Assistenten noch bevor der Zauberer erscheint, ein weißes Tuch an die Wand bringen und dort die Umrisse seines Gesichts und seiner Hände erscheinen. Wie ist das möglich? Wo befindet sich der Geheimgang, durch den der Zauberer in der Tat durchgeht? Und wie erklärt man das Schattenbild, das versucht, aus der Wand herauszubrechen? Zu viele Fragen und zu wenige Antworten. Wie jeder andere Illusionist enthüllt David Copperfield natürlich nicht die Geheimnisse seiner Tricks. Wow. Das geschah nur einmal, als der Zauberer seine Karten vor einem gerichtlichen Prozess doch noch aufdecken musste. Experten zufolge besteht das Geheimnis im Boden dieser Kabine, wo sich David anscheinend später versteckt. Wie kommt er aber auf die andere Seite? Das kann niemand genau sagen, aber eines ist klar. Die Kamera braucht er nicht umsonst so lange für den Weg zur anderen Seite der Wand. In dieser Zeit hätte es Copperfield bereits 100-mal geschafft, durch ein kleines Loch unter der Wand hindurch zu klettern. Einige behaupten, dass dieser Trick auch mit einem Doppelgänger gemacht werden könnte. Das hätten wir. Wie erklärt man dann den Schatten des Illusionisten, der an durch die Wand durchgeht? Nun, Schatten lassen sich ziemlich leicht manipulieren. Daher lässt sich solch eine Illusion mit Hilfe verschiedener Techniken ziemlich einfach machen. Und zu allerletzt die Sache mit dem weißen Stoff und der Silhouette, die versucht, aus der Wand herauszukommen. Wenn man sich die Assistenten in diesem Moment ganz genau anschaut, stellt man fest, dass sich ihre Hände in diesem Zeitpunkt unter der Leinwand befinden. Daher ist es offensichtlich, dass es Copperfields Assistenten sind. Und das Gesicht kann schließlich leicht mit einer Maske auf einem Stock nachgemacht werden. Münzen auf dem Tisch. Münzentricks sind die beliebtesten Tricks unter Magiern. Zum Beispiel das Durchdringen von Glasoberflächen. Der Illusionist namens Alex Geiser nahm an der TV-Show des legendären US-amerikanischen Zauberduos Penn und Teller teil, um seine Version dieses Zaubertricks zu demonstrieren. Die Moderatoren waren davon begeistert. Dabei ist dieses Paar mit langjähriger Erfahrung und vielen ungelösten Geheimnissen gar nicht so leicht zu überraschen. Für seine Nummer brachte Alex nur 3 Münzen und ein Stück Glas mit. Er bat Penn und Teller, das Glas so festzuhalten, als wäre es ein gewöhnlicher transparenter Tisch. Danach begann Alex, die Münzen einzeln durch das Glas zu übertragen. Um diesen Trick möglichst glaubwürdig zu machen, vertraute er die letzte Münze Teller an. One last look and press. Yeah, Ben, you can let go, sir. Der Zaubertrick ist am Ende so gut geworden, dass sogar Penn zugab, dass er noch nie in seinem Leben eine bessere Version dieses Tricks gesehen hat. Offensichtlich erfordert dieser Trick ein unglaubliches Fingerspitzengefühl. Wie wird er aber durchgeführt? Dafür gibt es verschiedene Versionen. In der einfachsten Version verwendet der Illusionist einen speziellen Ring mit einem kleinen Magneten und versteckt in einer Hand eine exakte Kopie dieser Münze. Wenn er seine Oberhand hebt, wird die unnötige Münze vom Magneten angezogen und die untere fällt in seine Hand, als wäre sie gerade durch das Glas hindurchgegangen. Alex trug jedoch überhaupt keine Ringe. Dafür hatte er 100% die Kopien dieser Münzen gehabt, die er dank seiner unglaublichen Geschicklichkeit von einer Hand zur anderen verlegte. Wenn ihr es immer noch nicht erfahren habt, wie Alex das gemacht hat, macht euch keine Sorgen. Das herausragende Zauberpaar hat es auch nicht sofort geschafft, das Geheimnis zu lüften. Genauer gesagt ist es nur Teller gelungen, aber nicht sofort. Und das in Anbetracht der Tatsache, dass der Illusionist seinen Trick direkt vor ihm ausführte. Messer durch die Hand. Macht euch keine Sorgen. In diesem Teil unseres Videos wird es kein Blutvergießen oder Leiden geben. Wir kommen wieder zu David Blaine, wahrscheinlich dem wahnsinnigsten Illusionisten der heutigen Zeit. In einem anderen berühmten Trick zeigt er, wie er ein scharfes Eismesser tief in seine Handfläche eintaucht. Gleichzeitig sehen wir keinen einzigen Blutstropfen. What? Andererseits ragt sogar die Spitze des Messers heraus. What? Wenn es euch schwerfällt, das Ganze anzuschauen, seid ihr nicht die Einzigen. Selbst Alec Baldwin konnte es sich nicht ansehen. Am Ende überredet David den Gastgeber aber auch noch dazu, an diesem Zaubertrick teilzunehmen und Alec zieht das Messer aus der Hand des Illusionisten heraus. Wer ist dieser David Blaine? Ist er etwa ein Übermensch mit Superkräften? Sieht wirklich so aus. Dabei hat auch dieser Trick eine Erklärung. Denkt ihr, dass es eine Art optische Täuschung oder ein Fake-Messer ist? Vielleicht. Skeptiker behaupten, dass die Messernadel in den Griff hineinfährt und sich auf der anderen Seite ein hautfarbenes Latexstück und eine spezielle Vorrichtung mit einer scharfen Spitze befindet. Der Zauberer selbst gibt jedoch eine andere Erklärung dafür. Dem Illusionisten zufolge arbeitete er über 10 Jahre lang an der Entwicklung dieses Tricks und stach sich ständig mit speziellen Nadeln in die Hand. Ihr werdet euch jetzt sicherlich fragen, wozu? Um eine Art Tunnel aus dem Bindegewebe zu bilden, der sich bei der Heilung von Narben bildet. Genau aus diesem Grund verspürt der Illusionist überhaupt keine Schmerzen mehr und seine Hand würde deshalb nicht mehr bluten. Um das zu beweisen, zeigte Blaine den Zuschauern sogar seine Röntgenbilder. Darauf ist deutlich zu sehen, dass sich das Messer in seiner Hand befindet. Viele Menschen glauben ihm aber dennoch nicht. Schließlich klingt diese Geschichte zu schön, um wahr zu sein und in den 10 Jahren Selbstquälerei hätte er doch sicherlich einen lebenswichtigen Nerv geschädigt. Und was denkt ihr? Gläser mit Milch.
Für den nächsten Trick werdet ihr euer Leben definitiv nicht aufs Spiel setzen, obwohl es dennoch unglaublich beeindruckend aussieht. Auf dem Tisch stehen 4 Gläser unterschiedlicher Größe. Zunächst füllt der Illusionist aus einer Plastikflasche das kleinste Glas. Anschließend fängt er an, weitere Gläser mit der gleichen Menge Milch zu füllen und das reicht immer aus, um das größere Gefäß immer bis zum oberen Rand zu füllen. Am Ende reicht der Inhalt des letzten Glases aus, um alle vorherigen Gläser zu füllen. Wie ist das möglich? Das ist wirklich ganz einfach. Vor euch befinden sich natürlich keine gewöhnlichen Gläser. In jedem von ihnen, bis auf den ersten, befindet sich ein geschlossener Zylinder, der nicht mit Milch gefüllt ist. Die Milch befindet sich nur am äußeren Rand des Glases, weshalb man das Gefühl bekommt, dass es absolut voll ist. Das ganze Geheimnis besteht im richtigen Winkel, aus dem die Gläser dem Publikum auch gezeigt werden. Aufteilung in 2 Hälften. Den Trick, bei dem der Assistent angeblich in eine magische Box in 2 Hälften geschnitten wird, haben wir alle von uns schon 1000 Mal gesehen. Was ist aber, wenn das alles ohne jegliche Kisten und Abschirmungen passiert? Der berühmte Illusionist Criss Angel beschloss, das auszuprobieren. Kein Wunder, dass dieses Video mehr als 50 Millionen Mal angesehen wurde. Auf dem Video ist zu sehen, wie ein junger Mann und seine Frau auf 2 Bänken liegen. Criss bietet sie zunächst, sich zu entspannen, schlägt dann sanft mit der Hand auf und teilte sie in 2 Hälften auf. Gleichzeitig können sich beide Körperteile weiterhin perfekt bewegen. Am Ende des Videos verbindet Criss die beiden Körperhälften umgekehrt miteinander und obwohl der junge Mann als die Frau stehen auf, als wäre überhaupt nichts passiert. Wie zum Teufel hat er das gemacht? Lasst uns die Version über Spezialeffekte und Computergrafiken sofort beiseite legen. Das wäre schließlich zu einfach gewesen. Erfahrene Experten haben bereits erklärt, wie solch ein Trick im wahren Leben gemacht werden kann. Erstens spielte natürlich Aufnahme eine wichtige Rolle. Der Schatten des Mülleimers verrät, dass das Video nicht in wenigen Minuten, sondern einige Stunden lang aufgenommen wurde. Der Schatten wird beim Abspielen des Videos immer größer, was bedeutet, dass zwischen den zugeschnittenen Aufnahmen viel Zeit vergangen ist. Und die anwesenden Augenzeugen sind natürlich nur Schauspieler. Darüber hinaus waren es wahrscheinlich nicht nur 2 Assistenten. Das Ganze lief höchstwahrscheinlich folgendermaßen ab. Die ersten Aufnahmen machte man noch mit 2 Schauspielern, die Beine haben. Dann wurden die Schauspieler durch ähnliche Personen ersetzt, die in der Tat keine Unterkörper haben. Das hätten wir. Wie ist es ihnen aber gelungen, die Körperteile der beiden auszutauschen? In diesem Fall ist alles noch einfacher. Dazu machte man eine weitere Schnittstelle. Dafür nahm man wieder die ersten Schauspieler und ließ sie ihre Kleidung austauschen. Das ist die ganze Magie. Mangel an Schwerkraft. Nun, seid ihr bereit für eine kleine illusionistische Lektion? Schaut ganz aufmerksam zu. Hier ist ein Trick, der Leute dazu bringt, die Existenz der Schwerkraft in Frage zu stellen. Stop. Das Ganze sieht folgendermaßen aus. Der Illusionist nimmt ein kleines Seil und einen Ring und hält dabei eine Hand unter der anderen. Der Ring rollt dabei selbstverständlich herunter. Dann macht der Magier einen Trick und der Ring beginnt plötzlich entgegen der Gesetzen der Physik nach oben zu kriechen. Wow, amazing. But how? Oh my God, how can you do that? Um diesen Trick nachzumachen, braucht ihr ein kleines Gummiband. Das ist auch das ganze Geheimnis. Dazu braucht man noch einen Ring oder eine ganz einfache Spirale, die bei Schlüsselanhängern verwendet wird. Dehnt nun das Gummi so weit wie möglich auseinander und lasst dabei etwa 1,5 cm des Seils übrig. Versteckt dieses Stück des Gummibandes aber möglichst unauffällig in der Hand. Jetzt, wo das Gummiband gut gespannt ist, könnt ihr eurem Publikum demonstrieren, wie der Ring von der einen Seite zur anderen wandert. Auf diese Weise entsteht das Gefühl, dass ihr allein mit der Denkkraft die Schwerkraft überwinden könnt. Schließlich wird sich der Ring viel langsamer nach oben bewegen. Und das Geheimnis besteht darin, dass man den versteckten Teil des Gummibandes langsam loslässt und somit die Spannung verringert. In diesem Fall beginnt sich das Gummiband zusammen mit dem Ring zu bewegen und sorgt für eine optische Täuschung. Mit ein wenig Übung werdet ihr es definitiv schaffen. Das Wichtigste ist, dass man diesen Trick möglichst langsam macht.